Das, was ihr gerade gesehen habt, ist das neue smarte Türschloss, was ich in meiner Wohnung verbaut habe. Seit langer, langer Zeit hatte ich ein anderes dran. Dieses Mal habe ich das mal ausprobiert. Jetzt habe ich mal ein neues ausprobiert. Und meine Erfahrung damit und ob es sich lohnt, so ein Türschloss sich zuzulegen, denn es hat schon einige ziemlich coole Funktionen, erzähle ich euch in diesem Video. Danke an LockID fürs Bereitstellen dieses Produkts zum Testen. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Das ist das Türschloss von LockID. Eine Besonderheit, die mir hier direkt aufgefallen ist, ist, dass ich hier ein richtiges Türschloss bekomme, also alles drum und dran mit Türhenkel, Türzylinder, allen möglichen Schrauben und sowas. Das heißt, im Gegensatz zu dem Türschloss von Nuki, was ich vorher hatte, da hatte ich den Motor ja sozusagen einfach an den Türzylinder rangesteckt und der Schlüssel musste stecken. Der hat dann den Schlüssel gedreht. Es ist jetzt hier so, dass ich wirklich das Türschloss abmontiere und ein neues Türschloss ranmontiere. Was etwas aufwendiger klingt und auch ist, bringt aber auch einige Vorteile mit sich. Aber dazu kommen wir nochmal später. Jetzt erstmal kurz was zur Installation. Diese ist, wie schon gesagt, jetzt nicht gerade in 5 Minuten gemacht, sondern man muss halt, wie gesagt, erstmal sein eigenes Türschloss abbauen und dann das neue einbauen. Dazu gibt es online natürlich eine Anleitung, mit der alles ganz gut geklappt hat. Ihr bekommt auch alle Teile mitgeliefert. Trotzdem hat die Montage ganz gut geklappt. Ihr müsst da einige Angaben machen, was für ein Modell vom Türschloss ihr jetzt gerade installiert habt, damit ihr dementsprechend auch die richtigen Tipps bekommt. Bei mir hat es etwa eine Stunde gedauert, bis ich es gemacht habe. Ist zwar bei sowas immer der etwas nervigste Teil, aber das macht man ja auch nur einmal und dann hat man es. Aber wie gesagt, das bringt auch einige Vorteile mit sich. Zum Beispiel müsst ihr keinen Schlüssel stecken haben, denn ihr habt ja hier einen eigenen Zylinder und der Motor ist an diesen Zylinder gekoppelt. Das heißt, er kann sozusagen den Zylinder selbstständig drehen, ohne dass er einen Schlüssel berühren muss und dann den Schlüssel drehen muss. Also habt ihr theoretisch oder auch praktisch einen Schlüssel mehr, weil ihr den nicht einstecken müsst. Nachdem ihr das Ganze installiert habt, könnt ihr in der App das Türschloss einrichten, was sehr, sehr schnell geht. Ihr habt hier auch eine Bridge, die ihr einfach in eine Steckdose packt. Am besten irgendwo in der Nähe und dann könnt ihr das Ganze einmal in der App installieren. Geht sehr, sehr schnell und hat soweit auch keine Komplikation. Kommen wir ganz kurz zum Design. Ich muss sagen, dass das Türschloss sehr, sehr elegant und hochwertig aussieht. Und es sieht nicht nur so aus, es fühlt sich auch so an. Es hat diese Edelstahloptik und macht sich wirklich richtig gut. Ich persönlich finde, es ist eine gute Mischung zwischen Hightech und elegant. Und meiner Meinung nach ist es vom Aussehen her die Nummer 1 von allen Türschlössern. Es sieht halt meiner Meinung nach nicht direkt aus wie ein smartes Türschloss, sondern sieht einfach kompakt aus wie ein normales Schloss und dazu ist es halt einfach smart. Zudem sieht es nicht so klobig aus, weil man ja nicht irgendwas ranmontieren muss, sondern es ist das eigene Türschloss an sich, was smart ist. Auf jeden Fall designtechnisch echt gelungen. Aber wie machen wir jetzt die Tür auf? Ein sehr, sehr cooles Feature, das nennt sich nämlich Tap to Open. Ihr könnt nämlich in der App einstellen, dass wenn ihr euch der Tür nähert, dass die Bridge erkennt, dass ihr in der Nähe seid und dann erscheint auf dem Display, was ihr nämlich an der Außenseite montiert, ein Satz, da steht Tap to Touch. Ihr müsst also diesen Touchscreen nur einmal berühren und schon öffnet sich die Tür. Eine sehr, sehr gute Funktion, weil man eine Tür einfach leichter nicht aufmachen kann. Wenn ihr die nicht nutzen wollt, ist es auch in Ordnung. Ihr könnt nämlich auch einen Zugangscode erstellen. Und was ich hier richtig, richtig gut finde, dass dieser Mechanismus, den Code zu erkennen, ja schon im Schloss integriert ist. Ihr braucht nichts anderes. Alles habt ihr in einem Schloss kombiniert. Ihr könnt an dem Touchscreen Zahlen eingeben und dann auch über den Zugangscode Eintritt erhalten. Zum Beispiel, wenn eure Eltern mal in eure Wohnung wollen oder irgendjemand, der keinen Schlüssel hat, könnt ihr einfach diesen Code weitergeben. Oder auch allgemein Schlüssel versenden. Ihr könnt einfach Schlüssel an gewisse Leute versenden und auch Zeiträume festlegen, wann dieser Schlüssel Berechtigung hat. Das Schloss wird von insgesamt 8 Batterien betrieben, was auf jeden Fall eine Menge ist. Der Nachteil hieran ist natürlich, dass ihr 8 Batterien wechseln müsst. Der Vorteil ist allerdings, wenn die Batterien leer werden, könnt ihr sie einfach auswechseln, neu reinmachen und das Türschloss hat wieder Power. Wohingegen vorher ich natürlich den Akku immer erst laden musste für eine Stunde oder sowas, um den wieder zu nutzen. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Kommen wir kurz zu der App. Hier muss ich einfach mal ein Kompliment geben, denn ich muss sagen, dass das die beste smarte Türschloss-App ist, die ich kenne. Einfach aus dem Grund, weil sie sehr simpel gehalten ist und die ganzen Antworten sehr schnell kommen, wenn ich was antippe. Ihr habt hier im Prinzip 3 Kategorien. Oben seht ihr Steuerung, Schlüssel, System. Also ihr wisst ganz genau, wenn ihr was einstellen wollt, was ihr klicken müsst. Wenn wir jetzt mal auf Steuerung gehen, dann haben wir unten diese 3 Punkte. Abschließen, aufschließen, öffnen. Bei Abschließen wird die Tür ganz normal abgeschlossen. Bei Aufschließen wird sie aufgeschlossen, aber ihr könnt sie noch nicht aufziehen. Und ihr könnt auf Öffnen klicken, dann könnt ihr die Tür einfach ziehen und sie ist halt offen. Gehen wir auf Schlüssel. Hier könnt ihr die Schlüssel erstellen und Leuten zuweisen bzw. Leuten senden und ausleihen. Auch sehr selbsterklärend. Am Ende bekommt ihr einen QR-Code. Diesen QR-Code könnt ihr dann jemandem senden und das war's. So einfach könnt ihr Schlüssel verteilen. Wenn wir jetzt mal auf System gehen, dann können wir auch wieder einige Einstellungen sehen, die wir ändern können. Touch to Connect zum Beispiel oder Open House Mode. Sagen wir mal, ihr habt eine Hausparty und dann könnt ihr diese Funktion aktivieren. Das heißt,
In einem gewissen Zeitraum kann jeder die Tür einfach mit Tap-to-Touch öffnen. Kann praktisch sein, ist es aber nicht eine Funktion, die man jeden Tag nutzen würde. Twist Assist, auch eine coole Sache. Wenn ihr das aktiviert, könnt ihr den Knauf kurz einmal bewegen und dann dreht er sich von selbst. Das heißt, ihr deutet nur an, dass ihr die Tür öffnen wollt und den Rest erledigt das Schloss. Bei Zeitpläne könnt ihr, wie der Name schon sagt, bestimmte Zeiten einstellen, in denen gewisse Sachen passieren sollen, wie zum Beispiel automatisches Schließen oder Öffnen. Also von den Einstellungen her schon ziemlich interessant, was ihr damit machen könnt. Ich muss sagen, meine Lieblingsfunktion ist die Tap-to-Open-Funktion, weil ich mir das einfach sehr entspannt vorstelle, wenn ihr mit dem Einkauf seid oder was auch immer, dass ihr einmal nur dagegen tippen müsst und die Tür öffnet sich. Es ist halt von den Schlössern, die ich bisher ausprobiert habe, die schnellste Methode, eine Tür zu öffnen. Außerdem könnt ihr auch per Touch-Funktion, wenn ihr rausgeht, einfach mit einer Berührung das Schloss sich selber schließen lassen. Was die Geräusche angeht, ist es ja so, dass die smarten Türschlösser immer schon so ein bisschen lauter sind, muss man sagen. Das bedeutet, es ist jetzt nicht unbedingt das angenehmste Geräusch. Hier würde ich sagen, es ist vielleicht 1%, 1-2% lauter als zum Beispiel Nuki. Aber ja, ist jetzt nicht etwas, was unbedingt stört, weil es ja nur sehr kurz ist. Kommen wir kurz zum Fazit. Würde ich das Schloss weiterempfehlen? Meine kurze Antwort darauf ist definitiv ja. Ich kann euch aber auch kurz mal sagen, wie ich das Schloss bewerte in den verschiedenen Kategorien. Design, wenn ich jetzt sagen würde, 5 Sterne ist das Beste, was ich kenne von den anderen smarten Schlössern. Also klar, es gibt immer besser, aber von denen, die ich kenne, finde ich das am besten, weil ich einfach finde, dass es sehr elegant aussieht und es ja trotzdem smart ist. Bedienung finde ich hier mindestens so gut wie zum Beispiel bei Nuki. Hängt so ein bisschen davon ab, was ihr haben möchtet. Also hier habt ihr halt so Funktionen wie Tap-to-Touch oder ihr habt auch die diese Code-Funktion integriert, das heißt, ihr habt alles in einem. Also an sich wurde hier versucht, alle Funktionen in einem zu integrieren und es ist sehr gut gelungen. Also würde ich sagen, von den Funktionen her auch mindestens so gut wie die anderen Hersteller, die ich kenne. Allerdings würde ich mir wünschen, dass hier noch eine Erweiterung rauskommt, dass ich auch die Klingel draußen, also die Haustür draußen, auch noch öffnen kann, weil das smarte Türschloss ist ja nur für die Haustür. Das wäre noch eine coole Erweiterung. Installation würde ich hier auf jeden Fall sagen, dass es etwas nerviger ist als bei anderen Herstellern, wo ihr zum Beispiel einfach nur etwas an euer Türschloss ranmontiert, was dann designtechnisch nicht so gut aussieht, allerdings halt sehr schnell und leicht zu installieren ist. Aber so ist es halt, wenn ihr den Zylinder an sich wechseln müsst, oder also tauschen müsst, dann ist es halt immer etwas nerviger und komplizierter. Bewahrt auf jeden Fall euer altes Türschloss auf in eine Tüte oder so, wo ihr die ganzen Schrauben auch reinmacht, dass falls ihr mal auszieht, ihr das natürlich auch wieder einbaut. Ganz wichtig. Allerdings muss man ja hier auch sagen, das macht man auch nur einmal. Die App finde ich auf jeden Fall bei diesem Schloss am besten von allen, die ich kenne, weil sie einfach... Also die App wurde einfach besser programmiert, finde ich. Also sie funktioniert einfach viel, viel flüssiger und ich komme leichter zu den Sachen, die ich haben möchte. Also die App ist auf jeden Fall 10 von 10. Preistechnisch liegen wir hier ungefähr in dem Segment von Nuki. Allerdings haben wir hier auch mehrere Funktionen in einem Türschloss integriert. Ist so ein bisschen die Frage, was ihr haben möchtet, was ihr designtechnisch am besten findet. Auf jeden Fall ist es Techlicious Approved, ein sehr, sehr gutes Türschloss. Das Produkt verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Ich persönlich werde das jetzt auch erstmal dran lassen. Erstens, weil ich keine Lust habe, das wieder abzumontieren. Und zweitens, weil es mir hier an diesem Schloss einfach an nichts fehlt und ich es sehr gut finde. Ich benutze also erstmal dieses hier. Alles in allem ein cooles Produkt, was ich testen durfte. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr dieses Produkt? Wie findet ihr es im Vergleich zu anderen Herstellern? Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.